okay, das ist irgendwann sowieso wieder vorbei, ne, weil warum eigentlich, ne? Ja, weil der Strom wieder gefüllt werden muss. Gefüllter Strom, ne? Also egal, jetzt muss ich schon mal Kaffee gucken, erstens. Und zweitens nochmal nach dem Ofen gucken, ne? Machen wir mal Einzelmädchen-Modus, ja? Original Einzelmädchen-Modus, ja? Die Räder hier, ne? Wenn das im Einzelmännchen-Modus richtig rund geht. Ich habe aber noch nicht den idealen Standplatz für die Kamera gefunden. Aber der findet sich, ne? Der findet sich. Auch wenn er nicht immer ideal sein muss, aber er findet sich, ne? Zum Beispiel das wäre einer, aber der ist dann relativ instabil, ne? Und ja, haha. Ja, haha. Ne? Oh, siehst du, das kann auch in die Hose gehen, aber. Wenn man Glück hat, die Pferde ziehen, wie man so gesagt hat früher. Wenn man Glück hat und die Pferde ziehen. Ich wollte noch einen Kaffee haben, ne? Okay. Quellen, ne? Hat man nicht früher gesagt, Quellen? Thank you.
wir müssen mal grundsätzlicher denken, das ist ja auch wieder klar. Ne? Oh, er hat dafür hier eine Flucht noch. Ne? Ja. Hat natürlich, jo, hat das irgendwelche Konsequenzen? Sicher hat das Konsequenzen. Man könnte auch, hätte das auch bis hier entschieden, aber. Ah, nee. Ja, ja, das wird ja so ein Käse, so bin ich sicher. Nee, seitdem. Was nicht. Die Stärke, das hier abgebrennt ein bisschen. Aber ich weiß, dass das offen ist. Was? Kann ich mal machen. Ganz offen. La 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 la. Das hört sich so an wie aus einem Comic, ne? So. Ja, das ist ja schon mal schön, ne? Ja. Und das ja auch, ne? Das muss ich übrigens noch einsetzen heute. Und ja, der Schrubber, ist die Frage, ob wir da jetzt noch nicht so früh dran sind. Das kann sein, aber muss auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht einfach auch mal ein anderes Bild. Ja, aber dafür muss man ja erstmal ein anderes klar Schiff machen. Pass auf. Doch, jetzt ist nochmal Dreck. Ne? Ja, ja. Andererseits ist natürlich tatsächlich so, man kann auch da sich so unter so einen komischen Zugzwang setzen. Ja. Und hier ist ja auch Geschirr. Ne? Meiner Mutter. Das ist auch noch gut. Ja, das ist auch wahrscheinlich sauber. Ne? Jetzt habe ich das blöderweise in meiner Hand. Jede Menge schöne Asche. Was denn? Anfassen hatte mir eine Lichterkette mitgegeben. Oh ja. Die hätte so man dann jetzt mal in dem Ding ausprobieren können. Das sind ja die ganzen kleinen in den Köpfen da. Oder die Ach so, ja. Ich dachte, das kann ich Ihnen erzählen. Das fand ich eine schöne Idee.
Ja. So. Und da habe ich jetzt einfach nur geschrieben. Ja. So, jetzt bin ich aber mal hier. Was hast du jetzt noch? Ich habe hier Heinzelmännchen-Modus. Ja, was hast du noch? Was kann ich tun? Du kannst machen, was du willst. Irgendwas, was anfällt. Mir ist egal. Du kannst auch hier gleich weitermachen, wenn ich das, was ich jetzt machen wollte, gemacht habe. Ja. So, hier. Das hier, das wird heute auch noch verarbeitet, aber das muss dann auch noch mal eine prägnante Stille. Hierher, wenn du Lust hast, kannst du den Herd ein bisschen sauber machen, wenn das kannst. Ja, weiß ich nicht, dann fang an. Weißt du, was ich nicht mehr will, dass die Bank da steht. Die war früher auch da, da war eine Eckbank bei. Ich weiß nicht, ob die schon auf dem Schrott gelandet ist. Das war so richtig schön früher. Bitte? Die habe ich keine mehr gesehen, kein anderer Teil. Nee, das ist auch ein Zwischenteil, oder? Das und das und dann kommt da noch so ein Dreieck-Ding und so ein rundes Trara. Ich weiß nicht, ob das irgendwo noch rumsteht. Aber ist egal. So, jetzt mache ich erstmal hier. Guck mal, das ist jetzt ja, damit fängt das Problem nämlich an. Dafür kann man den Schrubber auch nehmen. Gar kein Problem. Aber das muss jetzt passieren. Weißt du, wenn du jetzt den Boden sauber machst und dann hast du dann hinterher solche Arbeiten zu erledigen im Heißelmädchen-Modus. Ja, dann fängst du wieder von vorne an, ne? Deswegen mach doch genau das gleiche mit dem Wirt. Und dann können wir danach unten klären und dann irgendwann auch mal mit dem Schrubber dran gehen. Das ist doch, weißt du, wie das läuft. Das, was wir jetzt hier machen, das ist Profireinigung. Das ist Endreinigung bzw. Baureinigung. Gibt's ja auch, kennst du ja. Ne? Die erste hier im Rohbau loslegen, ne? Ja. Was ja. ist das? Genau. Was für einen Tee willst du denn haben? Ah, okay. Ja. Und vor allen Dingen, welche Tasse? Die alte? Ja. Wo ist denn jetzt der Tee? Ich habe keine Ahnung. Musst du mal gucken. Ich habe den nicht versteckt. Hast du wohl. Nee, ich brauche Wasser. Heiß Wasser. Heiß Wasser. Pass auf, jetzt Vorsicht. Heiß Wasser reicht auch. Heißes Wasser. Stiebe Eltron. Ne? Wo ist der Schrubber? Der steht da. Wo? Ja. Haben wir den auch noch ein bisschen Zitsch? Wir brauchen noch ein bisschen Zitsch hier, Spülmittel Zitrone. Ne? Das würdest du natürlich jetzt lassen, aber ich bin als Profi, ja, der ich ja wirklich bin, ne? Du weißt ja, dass ich wirklich Profi bin. Ne? Als Hausmeister habe ich alles gelernt, auch Gebäudereinigung habe ich gemacht. Ja, das so, ist egal, jedenfalls weiß ich, wie das geht. Von daher, ich weiß auch, dass man das nur mit Wasser machen könnte. Na, du hast natürlich völlig recht. Vielleicht ist das auch sinnvoll, aber hier in so einem Fall, wenn du das jetzt nur mit Wasser machst, dann verschmierst du auch alles. Die ganzen fettlöslichen Probleme, die sonst nicht von den Tensiden erledigt werden, ja? Du kennst ja die nicht, Tenside in den Waschmitteln, sonst ja, mit dem Wasser, das ist ja nachgewiesen, dass man wirklich mit Wasser 90% oder 99% alles Dreckes. Ja, aber du musst mir dann erzählen, was Wasser, wie wichtig Wasser ist. Soll ich dir mal ein Video dazu zeigen? Das ist aber nachdenken. Hey, ich sag mal, ich habe mehrere Videos. Wasser ist lebendig. Wasser, klar, Wasser ich ist. Guck mal, es gibt natürlich auch totes Wasser, aber der Wasser ist lebendig. Kennst du die Sachen, wo zwei Wasseradern so zusammenlaufen? Das ist ein Experiment, gibt es da, wo so zwei Wasser, wo mit Oberflächenspannung und so heißt das. Und wenn du die ganz nah aneinander machst, dann verbinden die sich, wie beim Stromkreis. Die folgen zueinander. Auch wenn die sich nicht berühren, gehen die beide zusammen. Wo jetzt? In der freien Natur? Nein, im Versuchsanordnung. Ach so. Wenn die überhaupt nicht beeinflusst sind? Überhaupt nicht, nein. Sie werden nur unter Druck. Also die kommen da. Wasser wird druckvoll irgendwie. Also nein, es ist einfach da. Also, du musst dir vorstellen, es sind zwei Schläuche. Oder zwei Glasröhrchen. Und die werden immer mehr mit Wasser gefüllt und dann durch die Oberflächenspannung bildet sich so eine Blase irgendwie. Ja. Die natürlich, wenn es zu stark wird, platzt und dann läuft es raus. Ja. Die hält sich so lange. Und wenn die beide relativ nah aneinander sind und beide diese Blasen bilden, dann irgendwann irgendwas rüber zu dem anderen. Das habe ich live gesehen als Video. Wusstest du das? Nee. Das stimmt nicht, aber mir ging es ja jetzt auch nicht ums Zueinanderfinden vom Wasser, sondern nein, ich will damit nur sagen, natürlich kann man auch nur mit Wasser reinigen, selbstverständlich. Ja, dass das also wirklich das Allermeiste ausmacht. Ja, wo ist denn jetzt eigentlich meine Zebrarolle abgeblieben? Habe ich keine mehr gekriegt? Doch, da ist sie doch. Dann ist sie doch. Dann nehmen die doch. Meine Zebrarolle. Yeah. So, wir sind immer noch im Einzelmännchen-Modus und wir beenden aber auch gleich. Wenn der Kaffee durch ist, sind wir faktisch hier mit dem Schreibtisch, hätte ich mal gesagt. Letztlich ist das ein Schreibtisch. Das war für mich immer ein Schreibtisch hier. Ne?
Ja, klar, da hast du da jetzt viel dran. Weißt du, was das für ein Tisch ist? Das ist eigentlich ungefähr der gleiche Tisch, der in dem Foyer steht. Natürlich nicht, aber immer nach vorstellen. In dem Foyer von dem Hotel, von dem Overlook Hotel. Kennst du das Overlook Hotel? Ja. Echt nicht? Ich bin noch nicht auf dem Hotel. Nein, ich auch nicht. Ich bin auch nicht da gewesen. Das ist das Hotel von Shining, ne? Ach so. Wo soll ich das dann kennen? Ja, du hast den Film mal gesehen, oder hast du den noch nicht gesehen? Wahrscheinlich habe ich den irgendwann mal gesehen. Das ist mein Lieblingsfilm, der einzige Film, den ich auf CD habe, DVD. Es gibt sonst keinen Film, den ich nicht. Mit Jack Nicholson, kennst du den nicht? Doch. Den zitiere ich auch ständig. Den gibt es nämlich immer als GIF, ne? Kann ich dir mal was schicken? Das eine fand ich auch niedlich, wo der sich immer umguckt. Oh, wir kriegen Besuch. Moin. Hi, moin. Moin. Ja? Na? Sind ihr fleißig? Ja. Ja? Guck mal, hi. Hier immer willkommen. Ja, vielen Dank. Alles klar? Wir sind hier, pass auf, du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Im Netz läuft das hier so als komische Kunstaktion. Und okay. In Wahrheit werden die Leute, die hier das Pech, beziehungsweise sagen wir mal, den Fehler gemacht haben, hierher zu kommen, ja, kriegen irgendein Arbeitsmaterial in der Hand und müssen helfen. Und kriegen dafür, werden dafür mit Brolsch oder Astra wahlweise versorgt. Und dann gibt es später noch Zitronensuppe, griechische und so weiter. Da läuft das, ja. Das läuft. Also? Alles klar, oder? Ja, schön. Alles der kleine Ofen. Ja, siehst du. Ja. Ich hab keinen Buch. Okay, ja, den muss noch an. Ich bin da hinten, ich verzweifle. Weißt du was, du kannst doch sicher super Kamine anmachen. Willst du den Kamin und diesen scheiß Ofen das laufen? Ich bin da zu blöd. Ich bin nicht zu blöd, aber ich hab mich zu blöd. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich suche auch schon die ganze Zeit Handfeger. Ich nehme schon die ganze Zeit die Großteile. Ne? Ja, Handfeger, nebenan ist ein Handfeger, der ist auch scheiße. Kannst du mal angucken. Ja, der braucht ja eigentlich auch keinen besonders. Nee, der ist scheiße, aber hier, nee, da beim Ofen. Den benutze ich für den Ofen da hinten, wo er jetzt dran ist. Das ist doch alles scheiße, das ist ja immer noch geschmiert ohne Ende, das kann ja nichts geben. Da blamiert man ja die Innung, wie früher der Dünewski gesagt hätte, ne? Der blamiert uns die Innung, ey. Ja, ist auch so. Also, wir müssen das aber nass machen hier, der Tisch, dann ist doch totale Scheiße hier. Das macht man wirklich dann besser nur mit Wasser, ne? Ah. Das ist da auch noch Schaum drin, wa? Kann ich gar nicht nehmen mehr. Wo ist denn jetzt der Aufnehmer? Der ist doch noch sauber, sagst du, ne? Ja, genau. Ist das hier überhaupt einer? Ja. Okay. Ach, das ist ja viel zu schaumig geworden hier. Hat auch so was Meditatives und gleichzeitig hat es so was, wenn die in Holland, dann fahren die ja im Winter, ne, fahren die ja auf den Grachten, ja, Schlittschuh, ne? So Schlittschuh, guck mal her, das ist so wie Schlittschuhfahren, ne? Guck mal, wie diese Bewegung, das ist ja wie beim Schlittschuhfahren, ne? Ja. So fahren die da, das ist so lustig, das ist auch noch ein bisschen so beim Inlineskaten, kannst du auch so fahren. Das ist auch so toll, das kann man ja beides gerne. Ja, ich kann beides nicht. Oh. Nee. Ja, das müssen wir mal machen. Aber ich kann das nicht. Ich bin einmal Inlineskate angehalten, dann bin ich auf die Fresse geflogen. Nee, habe ich mir den Ellenbogen verstaucht und so weiter. Ich habe keinen Bock drauf. Hier vorne ist Holz und im Bändchen ist auch noch was vergraben. Ne? Hier unter dem Vordach, alles trocken. Ne? Trocken. Der ganze Hin ist ja reisig. Ja, oder reisig. Guck mal, was du machst. Du bist ja nicht mein Bier, wie du das Ding dann kriegst. So, jetzt müssen wir abtrocknen, das geht auch, aber wir machen trotzdem jetzt nochmal, ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt mal die Drecktesten.
Also das ist jetzt hier wieder Versuchsanordnung und ich befürchte, man wird enttäuscht. Ach, ne. Nee. Das wird man gar nicht, ne? Das ist ja schon jetzt fertig.